So, hallo und herzlich willkommen zurück zu dem meist erwarteten Stream des Jahres. Heute wird einfach Scheiße gelabert. Und wie immer dieses bunte Spiel. Diesen komischen Figuren gespielt. Und heute ist mein Geduldsfaden ganz kurz. Wenn hier keiner reinkommt, dann reicht es. Dann wird das hier sofort beendet. Dann habe ich die Schnauze voll. Ich weiß, ich bin etwas früh dran, aber ich habe jetzt auch keinen Bock mehr zu warten. Es reicht mir so langsam. Zu so später Stunde hier noch diese Spiele zu spielen, das ist mir etwas zu unangenehm. Ich habe alles, was du brauchst. Best Guy. Gay Fuhr. Wir sitzen im selben Boot. Vergesst diese tollen nicht. Namen hier. Ja, ich fand, gestern war das langweiligste UFC aller Zeiten. Also bis auf den Jack Medalena Kampf fand ich alles irgendwie, es war mir scheißegal. Aber ich habe jetzt auch beschlossen, ich rede hier einfach nicht mehr, bis man mit mir redet. Beziehungsweise ich führe jetzt hier noch ein paar Minuten peinliche Selbstgespräche, um dann diesen Stream in die Tonne zu treten. So, los geht's. Eigentlich müsste es ja Fallmaster heißen, weil man die ganze Zeit fällt. Hier landen wir. Ich habe ja angefangen mit MMA, um irgendwelche Videospiele zu spielen. Für Leute, die es nicht interessiert. In dem Sinne. Wo sind die verfickten Waffen? Ich krieg hier nur einen Ausraster bei diesem Spiel. Ich muss sagen, ich habe gerade schon eine Runde davor gespielt gehabt. Einfach mal um zu gucken, ob ich es verlernt habe in den 2 Wochen. Das, was ich gelernt habe. Und ich muss sagen, es sind nur Wichser in diesem Spiel unterwegs. Also es ist total nervig. So, wo sind die Gegner? Wo bitte sind die Gegner? Nervig ist, wenn ich hier streame, dann höre ich leider keinen Ton von dem Spiel. Also weiß ich auch nicht genau, wo die Gegner hier rumschießen oder sonst was, aber. Hallo, Herr Sebastian. Sebastian IQ. IQ. Wie geht es Ihnen? Alter, hier, diese Waffe soll doch nett sein. Diese und jede andere. Wie kommt das Grappling-Mensch gegen Match? Mensch, sage ich schon. Das hat ja mit Waldi nichts zu tun. Gegen Waldi zustande. Ja, und zwar denkt Waldi ja, dass er mich an jedem anderen Tag besiegt hätte. Deswegen habe ich gesagt, lassen Sie uns einfach ein Grappling-Match machen. Aber er hat jetzt einen MMA-Kampf oder sowas, deswegen hat er es eh abgesagt. Aber das holen wir auf jeden Fall nach. Und dann bei Combat Jiu-Jitsu, dann schlage ich seinen Kopf zu Brei. Und das ist eine Versprechung. Es gibt einen neuen Killspitzenreiter. Der alte ist tot, oder? Sehr müde. So kam das Grappling-Match zustande. Also, ich habe auch gar keine Ahnung, wie er auf diese Idee gekommen ist. Aber auf jeden Fall wäre es lustig. Weil der Typ ist ein richtiger Vollidiot. Und anders kann ich auch gar nicht mehr sagen. Ich bin der Letzte, der nach einem Kampf noch irgendwas durch die Gegend labert. Für mich war das Ding gegessen, aber der Penner schreibt mir jetzt noch. Und deswegen kann ich es nicht anders sagen als sein Vollidiot. Hertha Stoffhahn-Syndrom. Und er ist komplett besessen von mir. Anders kann ich es nicht sagen. Ich wünschte, ich hätte den Namen einfach vergessen. Von jedem anderen Gegner, gegen den ich gekämpft habe, habe ich schon
weiß ich kaum noch, dass ich überhaupt gekämpft habe. Ist mir scheißegal. Ich gucke nach vorne. Hätte ich gegen Waldi verloren, wäre es mir scheißegal. Was heißt scheißegal gewesen? Wäre ärgerlich, aber dann wäre ich so gewesen. Ja, okay. Los geht's. Nächster Kampf. Dumm gelaufen. Aber abgesehen, dass ich nicht gegen seinen Arsch verliere, habe ich diesen Mistkampf gewonnen. Deswegen ist der Streit damit eigentlich auch belegt. Es reicht eigentlich. Aber nicht für Waldi. Gibt's hier eigentlich noch Gegner? Guten Abend, Herr Moser. Na, wie geht es euch? Die alten Major Motions. Die Major Motion. Er hat den schwarzen Balken wegbekommen. Ja, ich bin der König der Technik. Der schwarze Balken ist nun nicht mehr mein ständiger Begleiter. Nein, ich guck mal, ich bin so scheiße, dass ich die Waffe weggemacht habe. Wo ist der Wichser? Kommen Sie her, Mann. Haben wir gleich. Wo fliegt der hin, Mann? Ja! Spaß. So sehr darf man sich auch wieder nicht feiern. Das ist nur ein schwules Videospiel. Aber wo ist der Pisser hin? Ich muss zu Ende bringen, was ich angefangen habe, aber egal. Währenddessen brauchen die anderen schon wieder Hilfe. So, helft mir doch. Ich komme ja schon. Der wird jetzt da hinten wahrscheinlich direkt gerettet und dann kommen die gleich mit 30 Leuten wieder und rasieren mich. So, wo ist er hin? Alter. Junge, Junge. Hier muss eine Phoenix-Kit benutzt werden. Ich hoffe, ich kann bald wieder kämpfen. Es reicht. Guckt, wie tief ich gesunken bin. Ich spiele Videospiele. Am späten Abend. Hey, irgendwo müssten ja die Gegner auch sein, ne? Aber egal, wir fliehen. Weil jetzt gerade sind wir zahlenmäßig unterlegen. Alter, tatsächlich sind hier ganze 6 Leute gerade drin. Das ist ja unglaublich. Das lohnt sich ja richtig, was ich hier mache. Also das hat Hand und Fuß. So, wo sind die Ärsche? Schade, dass ich überhaupt keinen Ton besitze. Da muss ich nochmal mit dem Major Motion reden, wie wir dieses Geheimnis um den Ton lüften. Alter, er wurde ja schon wieder komplett gefickt. Der Best Gay. Alter, der da hinten ist irgendwo verreckt. Wann Casino Stream? Alter, das ist wirklich was Geiles. Das ist doch mal was. Dafür stehe ich. Casino Stream. Alter! Ich wurde richtig gebumst. Wie konnte der mir denn hier so in den Arsch kriechen? Traurig, aber wahr. Und was machen die anderen? Das ist das Abzeichen unseres Kameraden. Wir sollten es mitnehmen. Werde ich zurückgeholt oder nicht? Soll ich drin bleiben oder mich verziehen? Los, holen Sie mein Abzeichen. Und dann, da war er doch. Okay, er wird eh gebumst. Die Junge, was machen die für eine Scheiße eigentlich? Das ist immer das Schlimme. Also wenn ich merke, dass irgendjemand schlechter spielt als ich, dann weiß ich, das Ganze hat gar keinen Sinn. Anstatt dass die es wegbringen, holen die sich erstmal einen runter. Ah, nee, ist mir zu weit weg. Ich habe jetzt keinen Bock, 10 Jahre hier rumzuwarten. Ich bin ein Egoist. Auf zur nächsten. Auf zur nächsten. Ja, ich habe zwar Octagon Reaction in den Titel reingeschrieben als Clickbait, aber ich habe das Octagon nicht geguckt. Also könnt ihr mir gerne auch mal erzählen, was passiert ist. Nur gesehen, wie der Kerim Engisek da irgendjemand ausgenockt hat, der kaum die Hände oben hatte. Oder keine Ahnung, was das war. Und
Grabinski hat gegen einen von Top Team gekämpft, das habe ich auf jeden Fall auch gesehen. Da hatte ich den von Top Team aber tatsächlich auch als Favoriten gesehen. Weil ich habe den ein paar Mal beim Training zugeguckt und so. Ich weiß, ich kenne jetzt nicht viel, ich weiß jetzt nicht viel von Grabinski. Aber was heißt so? Ich weiß nur, dass er ordentlich viele Kämpfe gemacht hat. Und ich habe eigentlich tatsächlich auch nur gesehen, wie er gegen Lutterbach verloren hat. Aber ich habe da ganz ehrlich den Typen von Top Team vorne gesehen. Also der ist schon sehr, sehr stark. CIA ist wieder da. Ich erinnere mich an dich. Wer wird Champion am Samstag? Deiner Meinung nach in beiden Kämpfen. Wer wird Champion am Samstag? Wer kämpft denn am Samstag? Ich gucke nur Catchen, mein Spaß. Aber ich habe tatsächlich gerade keine Ahnung, wer wo Champion werden soll. Ich weiß nur, dass jetzt irgendwann Fisiv gegen Gamrot kämpft. Und Charles Oliveira gegen Makarchev müsste ja auch nochmal sein. Trainierst du eigentlich deinen Nacken und Hals? Nee, nee. Ich lasse mich immer würgen und an meinem Hals rumreißen. Und das trainiert meinen Hals. Da kriege ich so einen Hals von, dieser Scheiße. Los, lass uns da hin. Der Fitzer und der Ultimate Wolf. Das sind meine beiden Freunde heute. Guckt nur, wie tief ich gesunken bin. Ich spiele Videospiele. Und laber vor irgendwelchen Kameras durch die Gegend. Aber so ist es nun mal. Ich könnte ja sagen, dass mir das hier was bringt, aber es wäre auch gelogen. Ich bin einfach nur ein Opfer. Nein, mir juckt die Scheiße. Es ist hier ein lustiger Zeitvertreib. Kann man mit 22 noch MMA-Profi werden. Safe. Selbst wenn du überhaupt gar nichts kannst, kannst du safe Profi werden. Kommt drauf an, wo du hin willst. Sag jetzt nicht, dass du unbedingt UFC Champion wirst, aber das werden auch viele nicht, die mit 5 Jahren anfangen. Also, ich denke, für was auch immer. Kommt drauf an, wie hart du trainierst, kommt drauf an, was du für Entscheidungen triffst, wie du jetzt von der Athletik her bist, was auch immer, spielen so viele Faktoren rein. Aber ich denke, was heißt nicht ich denke, sondern ich weiß, normal. Das ist kein später Zeitpunkt dafür. Es gibt einige, die richtig spät angefangen haben. Ich glaube, selbst so Volkanovski, der momentan der beste MMA-Kämpfer ist, der hat ja auch nach 20 angefangen. Ich würde den PS5 etwas leiser machen. Es ist mir scheißegal, was du würdest. Du Arsch. Im Spitfire will ich trainieren. Wo arbeitest du eigentlich hin? Möchtest du zu UFC? Nein. Ich möchte für immer hier bei NFC kämpfen und mir mit den deutschen Leuten hier auf den Sack gehen. Das ist mein großes Ziel. Ich hab doch keinen Bock. Warum sollte das Geld bringen? Wenn es auch kein Geld bringen kann, da will ich lieber den Weg des Hartz-IV-Empfängers. In Spitfire will ich zum Trainieren. Ja, Spitfire ist ja eine sehr gute Adresse. Die haben ja viele starke Kämpfer. Ich denke, da kann das definitiv was werden.
solange man konstant beim Training ist und sich ordentlich in die Schnauze haut, macht man doch eigentlich immer Fortschritte. Ist Boden nicht voll komplex? Ja, aber alles ist komplex. Wenn du jetzt irgendein Studium oder sonst was gemacht hast, irgendeine Ausbildung, sagst, ach du Scheiße, die Kacke, keinen Bock drauf, dann machst du auch was anderes. Also klar, es ist jetzt ein bescheuerter Vergleich, aber ich bin auch bescheuert. Also warum fragt ihr mich überhaupt? Aber das kannst du definitiv lernen. Und guck doch mal, wenn jemand, der so blöd ist wie ich, die Sachen gelernt hat bis zu dem Level, dann wirst du es auch schaffen, glaub mir. Glaub mir das einfach. Das kann nicht so schwer sein, wenn wir ganzen Vollidioten das hinkriegen. Max, wann kämpfst du wieder MMA? Hoffentlich in dem nächsten schönen Monat. Ich habe da nämlich schon etwas an der Hand, wo ich mir für nichts und wieder nichts auf die Fresse hauen lassen kann. Aber es juckt mich in den Fingern. Ich werde nicht Nein sagen können. Also bald gibt es schicke Fight News. Cyril Gane hat mit 24 angefangen. Ja, genau. Das Ding ist halt auch, er ist Schwergewicht, ne? Bei Schwergewicht ist alles so ein bisschen anders. Da reicht es ja fast schon, wenn du geradeaus gehen kannst. Nichts gegen Schwergewichte. Aber ich habe schon High-High-Level Schwergewichte gesehen, wo du dachtest, ach du Scheiße, die können nichts. Nichts, nichts, nichts. Die sind aber groß. Und da habe ich dann auch kurz überlegt, ey, ist das überhaupt fair? Was soll das? Wäre ich jetzt Schwergewicht? Klar, dann wäre ich so wie alle anderen Schwergewichte und würde mich beklagen. Oh, mir hauen große Leute in die Schnauze. Ja, aber du bist selber auch groß. Und du kannst die ganze Zeit fressen, was du willst. Klar, man muss trotzdem wahrscheinlich auf seine Ernährung achten, aber solange du nicht der Riese Goliath bist, musst du keine riesigen Weight Cuts machen. Denke ich mal. NFC Champion meine ich am Samstag. Sind da zwei Titelkämpfer? Da haben die sich aber wieder was erlaubt. Ohne mir davon Bescheid zu sagen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube bei Moritz und Laschet, wird es darauf ankommen, in welcher Runde, wie weit der Moritz das Ganze überlebt. Also ich denke, in den ersten Runden, meiner Einschätzung nach, hat Lascha da jedenfalls, auf jeden Fall, die besseren Karten. Also die Nuclear Power ist auf seiner Seite. Wenn Moritz da von so einem Schwinger dreckig sonst was getroffen wird, könnte es gut sein, dass der Abend sehr gut für den Lascha verläuft. Aber es kann auch gut sein, dass Moritz die ersten Runden wegläuft, ihn immer wieder in den Bauch tritt, auf Distanz hält und es dann in den späteren Runden immer weiter in seine Richtung geht. Aber ich weiß nicht, ob er das hinkriegt. Lassen wir uns überraschen. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie Moritz auf der 61 ist. Trotzdem denke ich, dass Lascha immer noch größere Probleme werden. Ha, was auch immer, Junge. Tut mir leid, ich bin gerade zu behindert, um zu sprechen. Ihr werdet aber trotzdem verstehen, was ich von euch will. Und zwar, ich glaube trotzdem, dass Lascha mehr Gewicht machen wird als Moritz. Deswegen brauchen wir uns darüber eigentlich keine Gedanken machen. Wenn er das Gewicht schafft, dann schafft es auch der Moritz. So, mal sehen, ob es noch irgendwas anderes hier zu sehen und zu sagen, zu beantworten gibt. Kämpfst du gegen jeden, der mit dir kämpfen möchte, oder was? Kämpf gegen jeden! Jeder, der das sagt, ist geistig. Wenn das Geld stimmt, dann kämpfe ich gegen jeden. Aber jetzt gerade muss ich noch aufpassen. Aber ich denke zum Beispiel, wenn du so in die UFC kommst, was soll der Geiz? Dann haust du dir halt auf die Fresse. Und ich glaube generell, wenn du nicht die Kämpfe annimmst, die von dir wollen, dann bumsen die dich.
Phoenix-Kit. Ich denke auch, dass das jetzt bei Dracus da das Ding sein wird und auch bei so Merab und so, ne? Weil die werden unglaublich sauer. Bei der UFC ist es, glaube ich, so tatsächlich. Was heißt glaube ich? Habe ich auch schon von einigen Leuten im Ausland gehört, die selber in der UFC gekämpft haben. Da wirst du tun, was dir gesagt wird. Da bist du nicht mehr als ein Stück Fleisch. Aber das ist ja generell so als Kämpfer. Das ist nun mal so. Aber es wird halt auch gut bezahlt, ne? Deswegen. In so einer UFC, da nimmst du dann einfach die Scheißkämpfe an und zierst dich nicht so sehr. Ach Mann, ich werde hier nur gefickt, Alter. Und dazu nervt mich auch nochmal, dass ich den Scheißton hier nicht habe. So, neue Runde. Es reicht. Holodenko. Was ist mit dem Holodenko? Wie kam es zum Rematch mit dem Gartenzwerg? Ja, pff. Der liebe Ahmed veranstaltet bei uns Superkämpfe, Grappling, und da habe ich einfach gesagt, los geht's. Tatsächlich hatte ich ja gefragt, ob ich gegen Tahar grappeln könnte. Aber ich denke, dafür bin ich noch nicht, dafür reicht meine Followerzahl noch nicht aus. Aber das wäre etwas, was mich ziemlich interessieren würde. Also musste ich mich erstmal mit dem Waldi begnügen, aber auch der hatte keinen Bock auf mich. Ich weiß nicht, was ich hier sagen soll. Es ist eine traurige Angelegenheit. Ich meine, ob Holodenko Zendeli schlägt. Ach, kämpfen die schon wieder? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wer hat das letzte Mal gewonnen bei Holodenko gegen Zendeli? Ich weiß noch, der Kampf war nach mir, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den Kampf nicht zu Ende geguckt habe, weil irgendwie ist mir das Ganze auf den Sack gegangen. Es sah zwischendrin aber echt so aus, als hätte Holodenko irgendwie gefinisht, aber pack mal kurz hier die Scheiße weg, mir geht das auf den Sack. Ich weiß es doch nicht. Hört auf, mich mit euren Fragen zu löchern. Was soll ich euch denn erzählen? Ich weiß doch auch nicht mehr als ihr. Das Einzige, was ich hier aufgestellt habe, ist eine Kamera. Meine Glaskugel ist kaputt. So. Was heißt das? Er hat keinen Bock auf dich. Ist der Kampf abgesagt? Ja, der scheiß Grappling-Kampf ist abgesagt, weil Waldi einen Kampf hat. Waldi hat gesagt, er hat ein MMA-Kampfangebot bekommen und deswegen... Nein, nein, nein. Und deswegen sind wir am Arsch. Ah, das ist mein Freund. Mein Freund. Es tut mir leid, dass ich auf dich geschossen habe. Aber ich brauche trotzdem Munition, du Pisser. So. So, so. Gib mir alles. Es reicht. Ich muss mal wieder lesen, was ihr mir Schönes geschrieben habt. Waldi hat schon wieder einen großen Mund. Einen großen Mund. Und er spricht wenig Weisheit. Aber... Das habe ich auch nicht anders erwartet. So, unentschieden, deswegen Rematch. Okay. Das letzte Mal gab es also einen Unentschieden. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist der Scheißkampf scheißegal. Alter, ich darf das gar nicht hier so sagen. Sonst werde ich hinterher noch gebumst. Ich muss sagen, das ist ein übertrieben interessanter Kampf und... Boah. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich frage mich, wer von den beiden gewinnt. Aber ich würde einfach sagen, finden wir selber heraus. Das würde ich wahrscheinlich sagen, wenn es mich interessieren würde. Aber es ist mir tatsächlich scheißegal. Und deswegen muss ich euch auch sagen, ich habe keine Ahnung, wer den Kampf gewinnen wird. Ich glaube... Soweit ich weiß, der liegt schon auf dem Boden. Das ist der Holodenko, nicht Holodenko, der andere. Zendeli ist ja mehr so Grappler. Und was tut der Grappler? Er grappelt. Und der Holodenko ist ja ein Kickboxer. Also wird er eine Kickboxing machen. Jetzt ist die Frage, wer wird das Ganze besser durchziehen? Wer schafft es, seine Strategie gegen den anderen auszuspielen? Findet es heraus.
werde es nicht herausfinden. Außer ihr sagt es mir, was genau da passiert ist. Okay, dann fordere doch Taha heraus. In einer extra Folge Holzer News. Ja, zu einem super Grappling Fight. Aber. Ja. Ich bin eigentlich keiner, der vernünftige Leute herausfordert. Also, ich habe damals nur die ganzen Verrückten geärgert. Ich denke, zu seiner Zeit wird da so ein Grappling-Kampf schon noch zustande kommen. Deswegen brauche ich gar nichts machen, außer die Füße hochlegen. Außerdem ist so ein Grappling-Kampf für mich eigentlich auch scheißegal. Und ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich überhaupt wieder im Markt kämpfe. Weil was soll der Geiz? Ohne die Scheiße macht mein Leben keinen Sinn. Och, Junge, wie viele Leute rennen denn hier rum, man sieht ja überhaupt nicht. Alter, jetzt werde ich schon wieder gebumst. Töte ihn! Hattest du am Anfang Angst vor Sparring und Kämpfen? Ich habe immer noch Angst vor Sparring und Kämpfen, jedes verfickte Mal. Ich bin eine richtige Pussy. Ich weiß ganz genau, oh nein, Junge, der scheiß Johnny wird mir wieder richtig in die Schnauze schlagen. Aber was? Was ist denn die Alternative dazu? Wenn ich es nicht mache, dann werde ich mich fühlen wie ein Stück Scheiße. Und deswegen gehe ich lieber zum Training und lass mir aufs Maul hauen, anstatt mich wie eine verdammte Pussy zu fühlen. Und vom Kämpfen, ja normal, Junge, jeder hat immer und immer und immer wieder Angst vorm Kämpfen. Und ist auch nicht so, als hätte ich 10.000 Mal gekämpft. Ich bin kein Veteran. Ich bin ein blutiger Anfänger. Holen wir uns das Abzeichen. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Max kann lügen, ohne rot zu werden. Wann habe ich heute gelogen? Niemals. Sendeli ist eher Ringer. Sah aber anders aus. Sah aus wie BJJ. BJJ. Ein BJJ-Angriff. Ja, mach doch auf lustig. Und ist nur Grappling. Ja, normal. Ich würde die Scheiße direkt machen. Aber ich würde auch an so einen, an der Stelle von, wäre ich jetzt ein Taha, dann würde ich auch sagen, ja, was will der kleine Pisser? Was will er von mir? Warum sollte ich gegen einen Grappling-Kampf machen? Er hat weder Namen noch irgendwas. Aber ich sage trotzdem, das wäre doch einfach eine Wohltätigkeitstat. Also so einfach mal an die anderen denken, nicht nur an sich selber. Ich schreie gerade nicht genügend. Mir wurde gesagt, in Streams muss immer geschrien werden. Ich glaube, mir werden hier die Leute unterm Arsch wegrennen. Sie werden wegrennen. So. Mal gucken, was hier noch Schönes geschrieben wurde. Ich glaube, am 11.11. ist NFC München. Da wirst du ja vermutlich nicht können, weil du auch in der Fight School veranstaltet. Ach, Junge. Ach Mensch, so genau nehmen wir das nicht. Nur weil in der Fight School veranstaltet wird, das hat ja mit mir hier nichts zu tun. Das hat mit mir nichts, nichts, aber auch gar nichts zu tun. Alter, ich wurde gefickt. Und tschüss. Wir werden sehen, aber ich werde auf jeden Fall im Oktober kämpfen. Und wenn es nur gegen meine Katzen ist, dann ist es nur gegen meine Katzen. Aber die werden richtig auf die Fresse kriegen, das sage ich euch. Ja, aber wie kann man das mindern, die Angst? Ja, entweder du trainierst mit Vollidioten, dann wirst du nicht besser. Oder du gehst immer aus deiner Komfortzone raus und fühlst dich jeden Tag wie Scheiße und hoffst, dass du dadurch besser wirst. Dafür habe ich mich jetzt bis jetzt entschieden. Also, es wird sich niemals mindern. Aber ich denke, es ist einfach so. Man hat immer Angst, man hat immer wieder keinen Bock. Diät ist auch immer scheiße, das Gewicht machen. Also es ist einfach, wenn du dich entscheidest, diesen Sport zu machen auf professioneller Ebene, dann entscheidest du dich für die Scheiße. Aber trotzdem hört man irgendwie nicht auf. Ich weiß nicht warum. Kennst du Dilk?
da verspreche ich einen guten Platz zu finden, um die Konkurrenz zu erledigen. Wer ist das? Wer soll das sein? Osama am Baden. Wer soll das sein? Ihre Ziele treffen, nicht mich. Ich gehe da lang. Wer will, kann muss dein Coach dann aber in Hannover sein? Der muss gar nichts. Ich weiß es nicht. Hätte ich einen Plan, dann würde ich nicht hier sitzen. Ich habe doch auch keine Ahnung, Mensch. Lass mich doch in Ruhe. Du verunsicherst mich, Heinrich. Eine gute Position gefunden. Bin unterwegs. Ich weiß nur, dass ich kämpfen werde. Und Mike Perry ist doch auch mit seiner Freundin einfach reingegangen. Und das war doch UFC. Das heißt, sowas funktioniert. Das funktioniert auf jeden Fall. Hier sind überall Gegner, aber ich habe keine verschissene Waffe. Komm her! Jetzt renne ich weg. Ein Schlag und ich renne weg, es reicht. Ich brauche ganz dringend eine Waffe. Eine schöne Waffe. Alter, hier liegt was. Hier liegt etwas, bereit aufgesammelt zu werden. Mit wie viel Prozent haust du im Sparring? Es kommt darauf an, mit wem. Es kommt darauf an, wie hart der andere haut. Aber ich würde sagen, wir schlagen recht hart. Da kann ich froh sein, dass ich nur Luft im Sack habe und keine harten Schläge. Ich muss einfach nur 30 Mal schlagen, damit irgendjemand davon runtergeht. Nein, wer weiß. Ach, keine Ahnung. Wir ziehen Kopfschutz auf, Handschuhe an und dann hauen wir uns einfach in die Fresse und das war's. Wenn man sich die ganzen Boxer anguckt, die Profiboxer, die sich seit sie 5 Jahre alt sind, rund um die Uhr in die Schnauze schlagen. Und zwar nur gegen den Kopf. Also, ich denke, wir sind alle zu vorsichtig. Wir haben nicht mal ein vernünftiges Sparring gemacht, gefühlt. Und erzählen schon alle davon, ja, nicht zu viel Sparring, du wirst blöd. Und dies und das und jenes. Und du verlierst dein Kinn und... Keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht, was da dran ist. Aber ich sehe nur, wenn man sich mal anguckt, wie die Boxer Sparring machen. Mit was für einer... Und das ist auch das Ding. Ich weiß noch früher, als ich lockerer Sparring gemacht habe. Ich sage jetzt nicht, dass man sich bei jeder Sparring-Session probieren soll, umzubringen. Und man muss auch aufpassen, mal, dass man sich gegenseitig nicht verletzt. Aber das Ding ist, bei mir ist es so, wenn wir immer nur Sparring machen mit so einer entspannten Intensität und sowas, ne? Dann... fühlt man sich auch nicht so bereit für den Kampf oder sowas. Also natürlich darf man sich nicht jedes Mal gegenseitig probieren auszunocken. Man muss schon an einem bestimmten Punkt entspannt bleiben. Aber es muss auf jeden Fall eine ordentliche Intensität da sein. Das glaube ich auf jeden Fall. Also ich bin ein Verfechter davon, dass wir uns alle zu sehr einpissen, was das Ganze angeht. Alter. Ein schönes Schuss. Wo sind sie? Bleiben sie hier. Nein, ich habe keine Munition mehr. Das ist so gemein. Das ist so gemein. Stimmt. Und da ist ja auch Coach. Alter, ich werde ausspioniert. Die Leute wissen alles. Nase schon mal gebrochen. Nur diesen scheiß Knorpel hier vorne. Also nicht das Nasenbein. Da habe ich einen schönen Amateurkampf gemacht und wollte schlagen und dann hat der andere mir von unten mit der Hacke in die Schnauze getreten. Aber der liebe Nordin hat es weiterlaufen lassen, weil ich ihn darum gebeten habe. Ich habe gesagt, bitte brechen Sie das Ganze nicht ab, obwohl bei Amateurkämpfen und ich war 16, eigentlich ist es so, dann sagen die, okay, es reicht. Stopp den Wahnsinn, sagen die dann, wenn du so ein Nasenbluten da kriegst, aber wir haben es netterweise weiterlaufen lassen. Und so konnte ich dann Gott sei Dank noch weiterkämpfen. Laufen auf dem Laufband oder an der frischen Luft. Es ist, glaube ich, scheißegal. Hauptsache du läufst. Ich wurde in den letzten Tagen oft beleidigt. Mir wurde oft gesagt, ich beantworte Fragen sehr schlecht und so wie ich Fragen beantworte, könnte ich es mir gleich sparen.
dann kannst du sie gleich sparen. Wenn du so auf unsere Fragen antwortest. Nee. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt kein Riesenläufer. Ich laufe oft so zum Warmmachen. Und ansonsten gar nicht, nein. Natürlich baue ich ab und zu Sprints ein, aber wir machen so viel schon im normalen Training, dass ich das kaum noch irgendwie reinkriege. Also ich kann jetzt nicht noch einen riesen Marathonlauf jeden Tag machen. Dann bin ich nämlich gefickt. Und ich denke generell ist es immer recht schön, wenn man nah am Kampf trainiert. Also wirklich guckt, dass man gute Konditionen beim Grappling, beim Ringen, beim Cagework, beim Sparring oder sonst was hat. Die Sachen, die man auch im Kampf macht, denke ich, sind immer nicht verkehrt. Ich denke generell, diese ganzen Oldschool-Sachen mäßig, warum sollte es 10-mal besser sein jetzt? Warum denkt mittlerweile jeder, dass es das Beste ist, auf irgendeine Kiste hoch und runter zu springen und dann welchen Gummibändern zu ziehen oder sonst was? Ich glaube, es reicht, wenn man sich einfach die Handschuhe anzieht und sich auf die Fresse schlägt. Mann! Wo ist der kleine Wichser? Es reicht. Ich habe einfach die Schnauze voll. Ich habe absolut die Schnauze voll. Ich dachte, ich wäre hier der Schlauste überhaupt, der dieses Spiel jemals gespielt hat. Aber die 12-jährigen Kinder haben mich eines Besseren belehrt. Was machst du für deine Ausdauer? Für meine Ausdauer fahre ich auf dem Airbike, auf dem Luftfahrrad. Oder? Nein! Das, was ich gerade gesagt habe, ich trainiere nah am Kampf. Ich trainiere das, was ich brauche. Und so kriege ich dann meine Kondition. Ja, war beim letzten Q&A. Hast du auf Insta auch kaum was beantwortet? Das würde ich auch bemängeln. Sag mal. Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr müsst euch mal ein bisschen einkriegen. Es kann nicht sein, dass hier mittlerweile so rumgeheult wird. Wenn ihr irgendwelche blöden Antworten wollt, dann seid ihr hier falsch. Es reicht. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, viele von diesen Fragen wurden schon zu oft beantwortet. Und außerdem diese Videos, die ich poste, um diese ganzen Fragen zu beantworten, die sind auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel besser als jede Antwort, die ich schreiben könnte. Das ist einfach ein Fakt. Moin. Wann kommt ein Highlight-Video der besten Reactions aus den Streams? Ja, wann schneidest du es denn zusammen, du lieber Lars? Du hast ja keine Zeit. Und ich kann es nicht. Ich bin dumpf. Ich bin doof. Mit wie vielen Jahren hast du mit MMA angefangen? Das habe ich mit 15 gemacht. Mit 15 habe ich angefangen mit diesem Schrott. Und bis jetzt habe ich nicht aufgehört. Niemals habe ich aufgehört. Obwohl ich weder gut noch klug war. Schon wieder bin ich nur mit einem anderen im Team. Keiner will mit mir spielen. Ich muss sagen, das ist absolut Frechheit. Eine absolute Frechheit. Sorry, ich will hier nicht anfangen, wie Benny Barami zu reden. Das ist Frechheit. Mal wurde Sand ins Mund gesteckt. Wo kommen die ganzen Penner angerannt? Kommen die her, Mann! Alter, der schießt ja meilenweit daneben. Aber ich habe keine Munition mehr. Ich bin gefickt. Hier haben sie eine Granate, sie Penner. Die Landstreicher, los geht's. Alter, ich bin gefickt. Ich bin immer wieder gefickt. Dieses Spiel, das kostet mich den letzten Nerv. Und gleichzeitig muss ich auch noch Fragen beantworten, auf die ich keine einzige Antwort weiß.
Bist du Pole? Tatsächlich bin ich kein Pole. Kein Pole bin ich. Boah, was muss ich hier noch alles beantworten? Ich würde aber auch mehr Kontext auf Instagram geben, ja. Mehr Kontext auf Instagram. Mehr Antworten auf die ganzen Fragen. Du kannst doch... Ey, wirklich, wenn du die Leute so behandelst, die werden sich das nicht lange gefallen lassen. Die werden sich das nicht gefallen lassen. Aber das Ding ist, irgendjemand muss ja diese Arbeit übernehmen, die ich übernehme. Irgendjemand muss ja der Bescheuerte sein. Wo die Leute sagen, ey, wirklich, das ist einfach, das hat... Man kann nichts mit ihm anfangen. Egal, was man bei dem fragt, er labert nur Scheiße. Kein ehrliches Wort kommt aus seinem Mund. Und ich muss sagen, zuletzt habe ich das von meinen Eltern gehört. Und jetzt auch noch von meinen Instagram-Followern. Das heißt, irgendwas muss daran schon wahr sein, was hier über mich gesprochen wird. Aber trotzdem werde ich mir das Ganze nicht zu Herzen nehmen. Und ich werde mich kein bisschen ändern. Auf gar keinen Fall. So, mal sehen. Mal sehen, was hier noch für Lügen über mich erzählt werden. Mal sehen. Wann werden neue Instagram-Rankings veröffentlicht? Ja, tatsächlich. Es hat sich doch nicht wirklich viel geändert, oder doch? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Lust mehr, mich mit diesen Arschlöchern auseinanderzusetzen. Und dann kann ich auch nichts darüber erzählen. Aber ja, dieses Video hat bei vielen auf eine große Zustimmung getroffen und deswegen muss ich mehr von diesem Content bringen. Aber, was soll ich sagen? Ich bin immer so, ach komm, lass mich auch trainieren. Mir ist die Scheiße komplett egal. Wofür soll ich am Handy rumhängen? Wenn ich mir doch auch in die Schnauze schlagen lassen kann. So, jetzt die nächste Antwort. Das bezahlt sich durch Überstunden. Was auch immer. Ich habe schon wieder vergessen, was du von mir wolltest. Wird das Produktionsteam der Insta-Videos und Streams eigentlich bezahlt? Sehe ich aus, hätte ich Geld oder was? Sieht das hier irgendwas an mir? Sieht das aus nach Geld? Also, ich kann nur sagen, ich bin einer, der sich zweimal am Tag durch die Gegend schlägt. Und ansonsten mache ich gar nichts. Ansonsten hole ich mir den ganzen Tag einen runter. Und deswegen, also ich kann dir nur eins sagen, Geld ist hier nicht zu holen. Das ist das Letzte. Mal sehen, was es hier noch Schönes zu sehen gibt in diesen hervorragenden Kommentaren. Was ist eigentlich mit meinem Teamkollegen? Spielt er noch mit mir oder hat er auch keinen Bock? Was sagst du zu der Aussage, Kampfsport macht dumm? Ja, und hier ist halt auch wieder das Ding. Ich weiß, ich gebe keine vernünftigen Antworten und so weiter, ne? Aber ich muss sagen, als ich diesen Sport angefangen habe, war ich bereits dumm. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Also, ich kann nicht wirklich sagen, dass dieser Sport dumm macht. Da müsst ihr jemanden fragen, der tatsächlich entweder einmal schlau gewesen ist, oder es vorgibt, bis zum heutigen Tag zu sein. Aber ich kann auch nur sagen, wer diesen Sport macht, ist dumm. Weil wer sollte sich diese ganze Scheiße sonst antun? Antun? Komm, schieß ihm in den Rücken, du. Armes Major Motion Team. Mit Max hat man es echt nicht leicht. Ja, die sind richtig arm. Die Ärmsten. Wenn ihr euch mal diesen Videodreh angucken würdet. Bisher bei jedem Video wurde ich komplett gefickt. Mir wurde nur gesagt, ja, aber du sprichst schlecht und dies und das, ja, und du siehst gelangweilt aus. Ey, du musst den Leuten auch das Gefühl geben, dass du das gerne machst. Ansonsten hat sich da keiner Bock, das anzugucken. Aber die Leute gucken es sich anscheinend trotzdem an. Aber was heißt die Leute? Die zwei Leute, die sich angucken, für die werde ich mir jetzt hier auch keine Mühe geben, ne? Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wenigstens gebe ich auch nicht vor, anders zu sein, als ich bin. Das ist das Einzige. Auch wirklich das Einzige, was ich mir zugute halten kann. Nein, wie komme ich denn hier raus? Ich muss hier raus. Mann, immer werde ich gebumst.
Und warum? Nein! Nein! Alter, gucken Sie. Gucken Sie, wie das funktioniert hat. Aber ich habe keine Heilung mehr. Das heißt, ich bin gebumst. Also, ich finde, ihr solltet Prozente von seiner Börse bekommen. Das Ding ist, da ist nichts zu holen. Du würdest dich wundern. Also, es ist, ich rede hier nicht mehr, es reicht. Ich habe hier genug geredet. Ich rede hier an dir vorbei, Heinrich Hempel. Du hast es anscheinend immer noch nicht verstanden. Du hast es hier mit einem Penner zu tun. Muss mich heilen. Oder hast du schon mal einen nackten Mann in die Tasche gegriffen? Das musst du dich halt auch mal fragen. Bevor hier schon wieder solche ernsthaften Anschuldigungen an den Tag gelegt werden. So. Auf welcher Art von Schule warst du? Gymnasium, USW. Alter, jetzt werden hier schon wieder private Fragen gestellt. Sag mal. So. Muss ich mich jetzt hier ernsthaft auch noch zum Affen machen? Nein, tatsächlich habe ich es auch mit einem schönen Gymnasium versucht. Bis ich dann keine Lust mehr gehabt habe. Und das war, glaube ich, so bei der 11. Klasse oder so weiter. Dann habe ich nur noch trainiert. Also besitze ich sozusagen einen erweiterten Real. Obwohl, ich bin doch am Ende auch auf Real gegangen. Ich weiß es ganz ehrlich gar nicht mehr so genau, weil ich kaum da gewesen bin. Aber es hat trotzdem für einen erweiterten Realschulabschluss gereicht. Was so gut wie nichts ist. Aber ich kann mir wenigstens zugute halten, dass ich es nicht einmal versucht habe. Also brauche ich mir wenigstens nicht sagen, dass ich blöd bin. Ring schließt sich in 10 Sekunden, aber wir sind kurz davor. Oder ich muss mir sagen, dass ich so blöd bin, dass ich es nicht mal versucht habe. Aber lieber bin ich ein Penner und mache das, was ich gerne mache, als irgendeine andere Scheiße. Und warte nur darauf, hier zu verrecken. Und das ist auch mein Ding, mir ist es komplett egal. Ich habe nie wirklich Interesse daran gehabt, viel Geld zu haben oder sonst was, irgendwelche materiellen Sachen. Ich habe einfach irgendwann angefangen mit diesem Sport. Und das ist, was ich gerne mache, also mache ich es und fertig. Ich muss hier immer ganz kurz auf irgendwelche Wichser schießen. Bevor ich... Alter. Und was macht dieser Penner da hinten, Junge? Komm doch mal her. Ja, wenigstens das. Jetzt kann er mich einmal retten. So, jetzt lese ich mir ganz kurz durch, was hier... Ist auch gut, dass du dich nicht verstellst. Gibt schon genug Schauspieler da draußen. Alter. The Prodigy. Alter, was ist denn The Prodigy? Welche Jobs würdest du sagen, eignen sich gut, wenn man nebenbei professionell MMA kämpft? Und warum hat dieser Hurensohn, warum hat dieser Typ mich da nicht gerettet? Ich will hier nicht ausfallend werden. Aber ich weiß nicht, warum dieser Wichser mich nicht gerettet hat. Warum rettest du mich nicht, du Wichser? Das können wir ihn auch mal ganz offen und ehrlich fragen. Boah, ja, welche Jobs eignen sich? Keine Ahnung. Privattraining geben eignet sich. Irgendwelche Kurse geben eignet sich. Wo du Zeit hast zu trainieren und noch genügend zu regenerieren. Das eignet sich auf jeden Fall. Es eignet sich, Millionärssohn zu sein. Aber das kann sich halt nicht jeder von uns erlauben. Feuerwehrmann zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Sache ist. Feuerwehrmann. Weil das hört sich auch nach harter körperlicher Arbeit an. Und wenn du noch vernünftig trainieren willst nebenher, dann kann es schon mal sehr gut sein, dass du gefickt bist. Aber wer bin ich, um das zu beurteilen? Ich war nie Feuerwehrmann, also kann ich es nicht sagen. Würdest du dich auf einen Straßenkampf einlassen, falls es keinen anderen Ausweg gibt? Oh ja, ich würde mich sehr wohl auf einen Straßenkampf einlassen, falls es keinen anderen Ausweg gibt. Oder was soll ich machen? Soll ich sagen, ah komm bitte, hau mir in die Fresse,
Jeden Tag schlage ich mich, aber jetzt sage ich, oh bitte, verprügel mich. Also ich denke, da würde ich mich sehr wohl auf einen schönen Straßenkampf einlassen, wenn es keinen anderen Ausweg gäbe. Das ist der Kampfname von Benny, aber habt den Namen von dem DJ aus Big Mamas Haus 3, falls ihr den Film kennt. Ja, ich kenne das, das ist mit dieser fetten Alten. Aber ich kann nicht sagen, dass ich mich daran erinnere, weil der eine Typ ist mir zu sehr auf den Sack gegangen, dann habe ich den Film ausgemacht. Und habe gesagt, bis hier und nicht weiter, es reicht. Lass uns Borat gucken. Also wenigstens sind hier keine Leute, die mir mit dem Barami hier auch noch auf den Sack gehen. Und dafür bin ich schon sehr dankbar. Also das ist schon, ich muss schon sagen, ich könnte sagen, mein Tag ist gerettet. Alter, da schießt doch schon wieder irgendwer. Gelegentlich gewinnt man diesen Müll ja sogar. So, gibt's noch irgendwas zu erzählen? So, reden Sie mit mir. Reden Sie mit mir. Sagt, was immer ihr wollt. Und ich werde dann meinen Scheiß dazugeben. Der Barami ist ein prima Kämpfer. Ja, normal. Ist ein prima... Alter, da ist der Pisser. Andere Waffe. Alter, das ist das ganze Zeckennest. Kommen Sie her! Kommen Sie her! Ich schreie jetzt hier rum, solange die Nachbarn mir auf den Sack gehen. Aber wenigstens, ich werde dann sagen, ey, ich wollte einfach nur, dass der Stream läuft. Habt ihr noch nie gestreamt? Man muss beim Stream rumschreien. Wer beim Stream nicht rumschreit, der hat schon verloren. Ja, der Barami, der muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein ganz, das ist ein Hammer-Typ. Also, muss einfach sagen... Egal, ob es darum geht, irgendwelchen Sand zu essen oder Sätze auszusprechen, die einfach, also man muss einfach sagen, bei mir ist immer so, wenn ich höre, wie er redet, das ist irgendwie sowieso Zungenbrecher. Und das ist ja auch eine ganz schöne Kunst, das Ganze so auszusprechen. Also, er findet da eine ganz neue Sprache, hat er sich zusammengereimt. Und da gehört auch schon das eine oder andere zu. Deswegen. Kannst du ein paar Zungenbrecher vorlesen? Denkst du, ich habe hier lauter Zungenbrecher rumliegen oder was? Was soll dieser Scheiß überhaupt? Warum willst du immer, dass es mir schlecht geht, Lars? Lars. Der Lars ist ein Problem. Seitdem er die Augen aufgeschlagen hat. Nee, also es ist wirklich so. Der Lars, der macht wirklich nur Scheiße. Dem sind die anderen Leute egal. Ist ein absoluter Egoist. Ihm ist mit Vernunft nicht beizukommen und deswegen werde ich das Ganze hier auch nicht mehr versuchen. Ich hab fertig. Es reicht. Du musst aufpassen, was du sagst, sonst macht er noch Ansage in der Story. Ja. Das ist schon ein oder anderes Mal passiert, dass ich hier auf Instagram beleidigt wurde von solchen Gestalten. Aber es ist kein Problem. Es ist überhaupt gar kein Problem. Dadurch habe ich bisher meine schönen Follower generiert. Genau, so ist dieses schöne Wort, nachdem ich rede. Nachdem ich gesucht habe. Ich fange selber an, wie ein Barami hier zu reden. Weil ich vor einer Kamera sitze. Und ein Videospiel spiele. Oh, so, was gibt's hier noch? Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ja, hau rein, lieber Hempel. So, du musst ein Attribut auswählen. Stand von Ben Askren oder Fight IQ von Cody Garbrandt. Ich nehme das Fight IQ von Cody Garbrandt aus dem Dominic Cruz Kampf. Und bin ein hervorragender Kämpfer. Ab jetzt. Ne, mit dem fetten Ben Askren will ich nichts zu tun haben. Es reicht. Wie sollte man laut deiner Meinung nach schlafen? Vor allem, wenn man Sport macht. So viel man kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jemand, der katastrophal schläft. Desto mehr ich trainiere, desto weniger schlafe ich. Ich bin richtig... Ich kacke ab. So, ich schlafe ganz oft in der Vorbereitung dann nur 4-3 Stunden, was auch immer. Und das geht mir richtig auf den Sack.
Aber mir wurde von anderen Leuten mit Schlafstörungen gesagt, wenn du scheiße schläfst, dann schlaf tagsüber so viel du kannst. Probier es nahe über nachzuholen. Hol dir 10 mal am Stück einen runter, dann pennst du irgendwann ein. Und ansonsten, ja, was soll man sagen? Wenn du nicht schläfst, dann schläfst du nicht. Dann ist halt einfach dein Leben scheiße. Dann bist du halt einfach gefickt. Und das ist, womit ich abgeschlossen habe. Probier einfach tagsüber dann zwischendurch immer ein bisschen zu schlafen und, ja. Lustig, dass du sagst, weil bei mir ist es im Moment schon wieder so, also ich schlafe schon wieder katastrophal. Das ist richtig, das ist der letzte Schrott. Aber dann hast du mehr Zeit, die ganze Nacht irgendwelche Kämpfe zu gucken, wie sich die Leute in die Fresse schlagen. Und das hat auch keine Vorteile, von daher bist du so oder so am Arsch. Aber was willst du machen? So, was gibt's hier? Moin Max, sauber, wie du Waldi dahin geboxt hast. Wo er hingehört. Liebe Grüße. Liebe Grüße, ich weiß gar nicht, wo ich Waldi hingeboxt habe, aber ja. Es hat anscheinend gereicht, als dass er mich nie vergisst. Es geht los. Der Ring bewegt sich. Er ist mein treuster Begleiter. Er schreibt mir immer und immer wieder. Er liebt mich. Ich wollte mir tatsächlich so eine Hose machen mit so einem Waldi auf der Arschbacke. Oder ich brauche so ein T-Shirt. Wenn ich irgendwann so ein Merch machen sollte, dann wird es so ein T-Shirt geben. I love Waldi oder sowas. Das wird auf jeden Fall eine meiner ersten Sachen sein, die ich auf jeden Fall anstreben werde. Mal sehen, was es hier noch zu lesen gibt. Mach doch Grappling Match gegen Tom. Könnt ihr auch als Promo-Video für Peak nutzen. Junge, wenn Tom mit mir Grappling macht, dann werdet ihr danach an meinem Körper keinen einzigen Knochen mehr finden, der noch heile ist. Tom ist so das Zehnfache von mir ungefähr. Das Zehnfache. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist so, wie wenn ich jetzt mit irgendwelchen Kindern vom Kindertraining grapple. Also das will ich mir nicht antun. Lieber aggressiv kämpfen oder eher ruhig. In der Ruhe liegt die Kraft. Ich denke, es ist beides wichtig, sowohl als auch. Aggressiv kämpfen und dabei ruhig bleiben. Das ist, glaube ich, das, was ich sehr, sehr schön finde. Aber ansonsten bin kein Riesenphilosoph. Ich versuche mich einfach zu kloppen und das immer besser zu machen und mal sehen, wo diese Reise mich hin verschleppt. Das wird man sehen. Ob sich das Ganze auszahlt oder ob ich irgendwann sage, ey, habe ich mir ja nicht die ganze Zeit nur gefickt. Aber wenigstens bin ich nicht auf dumme Gedanken gekommen. Nicht auf noch dümmere Gedanken, als ich eh schon hatte. So, gibt's hier noch eine vernünftige Waffe? Es reicht! Alter, da kommt wieder diese Scheiße angeflogen. Meine Position ist schlecht. Wechsle sie. Hier ist ein Evo-Schild. Mal sehen, was ihr hier noch sagt. Nee, das ist nicht gut. Probier mal mit schön richtig dunkel und ohne Elektronik abends. Und nur zur Not ein paar Seiten vom Schlafen gehen zu lesen. Okay. Das kann ich auch machen. Das werde ich machen. Ich werde ein paar schöne Seiten lesen und mein Handy gegen die Wand schmeißen. Dann regelt sich das Ganze von selbst. Von Zauberhand. So, Lieblingsessen. Boah, keine Ahnung. Erdnussbutter ist auf jeden Fall eine geile Sache. Ich weiß noch, ich habe immer Erdnussbutter gehasst. Ich habe immer gesagt, boah, was für eine widerliche Scheiße. Und das zu den Jahren, wo ich essen konnte, was ich wollte. Weil bei mir war es so, bis zu meinem 19. Lebensjahr konnte ich essen, was ich wollte. Also wirklich scheißegal. Ich habe jeden Tag Packungen Snickers gefressen, wie ein Schwein. Immer, egal was ich wollte, und ich habe nie auch nur ein einziges Gramm zugenommen. Dann bin ich einmal bei meinem Weight Cut fast draufgegangen.
als ich gegen den Ukrainer kämpfen wollte. Und seitdem bin ich gefickt. Seitdem muss ich immer und immer und immer auf mein Essen achten. Ansonsten bin ich direkt ein fettes Schwein. Und das sage ich nicht zum Spaß, sondern das meine ich genau, wie ich es sage. Wenn ich nicht richtig aufpasse, dann bin ich am Arsch. Und diese Probleme hatte ich früher nie. Und deswegen, wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, dann würde ich 10.000 Gläser Erdnussbutter die ganze Zeit fressen. Alter, das ist ein Schiff. Ein Flughund. Wo sind die Leute, die euch erschossen haben? Ich sehe hier schon fast gar nichts mehr. Da ist doch einer. Ah! Die bombardieren uns. Das Problem ist, ihr müsst auch wissen, hier die Kommentare vorzulesen, während man probiert halbwegs vernünftig dieses Dreckspiel zu spielen, ist gar nicht mal so leicht. Oh, ich habe es. Ich habe es erlegt. Ich habe den Schild eines Ziels geknackt. Feindlicher Schild geknackt. Lade meine Schilde auf. Naja, die Scheiße. Wir retten dich. Es gibt einen neuen Killspitzenreiter. Der Alte ist tot oder sehr müde. Wie gemein. Ein Lieblingsessen, bla bla bla. Eine Rumgeschwule. Was gibt's hier noch zu lesen? Das wird mir schon wieder zu langweilig. Ich habe keine Lust mehr, das durchzulesen. Aber das wäre die Chance, jetzt einen Sponsor zu erwähnen. Was für eine scheiß Chance. Wird das bezahlt? Nein, also lass ich es. Ich mache gar nicht ich mache hier keinen Finger krumm umsonst. Es reicht. So. Ich weiß, ich halte meinen scheiß hässlichen Kopf zu nah an die Kamera. Aber ich versuche unter dem grellen Licht dieser Lampen auch noch ein bisschen was zu sehen. Und deswegen müsst ihr euch das geben. Wie oft trainierst du Grappling und wie oft Striking außerhalb der Kampfvorbereitung? Wechsle jetzt meine Position. Bei mir ist immer so, morgens ist mehr so standtechnisch, abends ist eigentlich immer irgendwas, was Grappling beinhaltet. Also entweder ist es Grappling Wrestling mäßig oder ist es MMA. Also einfach so mäßig Cagework und mit kleinen Handschuhen schlagen, die ganzen scheiß Eis. Eingänge, nicht Eis. Dann mache ich noch einmal MMA-Sparring mit großen Handschuhen unter der Woche und das richtige Sparring mache ich samstags. Ich weiß, es hat wahrscheinlich keinen vernünftigen Sinn ergeben und du weißt überhaupt nicht, was ich mache, aber ich werde diese Frage als beantwortet sehen. Ich trainiere einfach immer irgendwas. Und irgendwo. Ja, stellt mir eure Fragen, egal was es ist, egal was es ist, egal was es ist. Schreibt irgendwas, weil von mir aus komme ich auf gar nichts. Ich bin ein unkreativer Mensch, der hier irgendwelche Spiele spielt. Ändere meine Position. So, da fliege ich doch weit davon. Alter, ich bin schon eine Stunde dabei. Eine ganze Stunde spiele ich schon dieses Spiel. Eine Stunde. Diese Stunde kriegst du nie wieder zurück. Das juckt mich überhaupt nicht. Was hätte ich denn sonst gemacht? Nix. Ich hätte einfach nur darauf gewartet, dass ich wieder trainieren kann. Also brauche ich mich nicht ärgern. Alter, wir sind schon fast am Ende und haben nur diese schäbige blaue Scheißausrüstung. Bester Ringer bei dir im Team. Trimmi. Trimmi und Rexy sind die besten Ringer bei mir im Team. Und welche Trainingspartner nervt dich am meisten? Sind hier unter uns, also verrat es ruhig. Boah, wer nervt mich am meisten? Ich glaube Finn oder Hugo, das sind so die nervigsten Wichser, die bei uns im Gym durch die Gegend flanieren. Wahrscheinlich bin ich es selber.
der nervigste von allen ist. Wer schießt denn hier auf mich? Nur Dritte gegen nur Boxen. Wer gewinnt? Nur Boxen. Weil der Boxer, der geht einfach ganz nah ran und haut dem Scheiß-Typen mit seinen Kicks einfach in die Schnauze. Bei uns haben früher nur die Mädchen getreten. Ich würde sagen, er geht einfach ran und dann schlägt er ihn zusammen und fertig. Deswegen wird er mit den Schlägen gewinnen. Care-Paket im Landeanflug. Bedienen wir uns. Ping, nimm dir den Rucksack. Stufe 3. So. Hier gibt's noch Sachen aufzusammeln. Ich habe so wenig Munition auf dieser anderen Scheißwaffe hier. Alter, weißt du was? Ich nehme mir einfach die. Obwohl, nee. Nehme ich die? Nehme ich sie nicht? Nehme ich sie? Okay, ich nehme sie. Aber jetzt muss ich dieses Visier hier fallen lassen. Das ist traurig. Haben wir die Chance, diese Runde zu gewinnen oder nicht? Es verrät dir jetzt das grüne Licht. Wo bleibt es? Ich glaube, wenn wir mitten da sind, die Pisser. Alter, der hat auch nur so ein Scheißschild gehabt. Los, kommt ran, den ficken wir. Er kann nicht mehr. Ach, jetzt werde ich hier auch noch von der Seite gebombt. Ihr müsst mich entschuldigen, dass ich so scheiße spiele. Das ist einfach so. Alter, wisst ihr was? Ich nehme einfach dieses. Und werde meine ganze Gesundheit. Trainierst du Leute? Ja, ich trainiere Leute. Des Öfteren werde ich dafür bezahlt, andere Leute zu würgen und mich zu würgen zu lassen. Also so ungefähr so Prostitution. Aber es rentiert sich. Von daher ja. Das tue ich. Ich hoffe, diese Frage ist beantwortet. Ich würde den Leuten mehr Informationen zu dem geben, was du machst. BJJ oder Ring? Boah. Ein gesunder Mix aus beiden. Natürlich, ich muss echt sagen, so, wenn ich einen Sport machen könnte, Ring oder BJJ, dann wäre es natürlich Ring, weil Ring ist der männlichere Sport. Aber ich finde es auch auf jeden Fall sehr geil, sich in der Gegend rumzuwürgen. Deswegen muss ich sagen, so ein Mix, so ein ringerlastiges Grappling mit Submissions, so Luta Libre mäßig. Das Problem ist, die meisten setzen sich auf den Arsch und ich will auch jetzt nicht behaupten, dass ich ein toller Ringer wäre oder sonst was. Meine Takedowns und was ich mache, das reicht für MMA, aber als Ringer wäre ich nicht zu gebrauchen. Da will ich überhaupt nichts gegen sagen. Bis wann streamst du heute? Jetzt hör doch mal auf, mir auf den Sack zu gehen. Das weiß ich doch nicht. Solange die Leute hier bleiben und sich mit mir unterhalten, bin ich auf jeden Fall einer, der hier auch streamt. Also werde ich hier noch das ein oder andere Wörtchen mit euch zu reden haben. Komm ran. Nein. Nein. Ein panischer kleiner Wichser, der keine Ahnung hat, wie er diese Pisse hier hinkriegen soll. Ich mache einfach irgendwas und es funktioniert tatsächlich. Ich lese mir sofort durch, was ihr hier zu erzählen habt. Aber ich muss probieren, diese Scheißrunde zu gewinnen. Der Penner ist einfach rausgegangen. Ja, das Problem ist, ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Leute, mit denen man hier zusammenspielt, das sind einfach Arschlöcher. Noch zwei feindliche Squads. Die kriegen mich nicht. Also ganz ehrlich, wer es nicht hinkriegt, besser zu spielen als ich. Natürlich, es gibt auch andere Leute, die das erste Mal spielen. Aber das ist schon ein absoluter Witz. Das ist ein Witz. So, ich bleibe auch hier stehen. Da hinten ist einer. Jetzt werde ich hier mein langes Rohr auspacken.
und euch in die Fresse schießen. In die Schnauze. Ich hab ihn zu dritt. Ein schieres Glück. Ich hoffe, die werden vom Ring gebumst und ich gewinne. Total unverdient. Möchtest du irgendwann Kinder? Nein! Nein, Spaß. Ich glaube, an irgendeinem Punkt, jeder, der Frau, Freundin, was auch immer hat, wird sich irgendwann nicht dagegen wehren können. Aber jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe auch Kindertraining und so und also ich will es mal so ausdrücken. Diese ganze Nummer motiviert mich nicht gerade. Die nimmt mir da die große Lust. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man sieht, wie die sich benehmen, dann kann ich verstehen, wenn man von seinen Eltern damals das ein oder andere Mal einen auf die Schnauze gekriegt hat. Game over, aber alleine bin ich zweiter Platz geworden. Liebe oder Karriere? Was für Liebe, Junge. Ich liebe es doch für Schwuchteln. Nichts gegen Schwuchteln. Aber Karriere. Was heißt Karriere? So, natürlich. Einfach auf die Schnauze hauen. Das ist der schöne Sinn des Lebens. Für mich. Was guckst du für Serien? Welche Serien oder Filme findest du gut? Welchen Film ich oft geguckt habe, war der Braveheart. Den fand ich immer gut. Diesen Leuten. Was ich auch mal durchgeguckt habe in meiner Vorbereitung war mit den Wikingern. The Vikings, genau. Keine Ahnung, ich bin eigentlich so jemand, ich habe sehr viel Kämpfe geguckt und alles mögliche, auch mal hier und da einen Film, aber ich bin jetzt keiner, der so irgendwelche Riesenserien durchglotzt oder sich da als irgendeine Scheiße verkleidet und sich auf irgendwelche Zeichentrickfiguren einen runterholt, deswegen, also das ist eigentlich nicht so, das ist nicht so mein Fall. Das Verhalten von denen ist ja Erziehungssache. Du würdest es doch bestimmt super machen. Ja, keine Ahnung. Also wenn ich sehe, wie ich mich verhalte, also mit noch so einem, würde ich es nicht aushalten. Sag ich ganz ehrlich, wenn ich sehe, wie meine Geschwister sind. Es ist schon eine schwierige Sache. Bist du Star Wars Fan? Ja, Star Wars habe ich auf jeden Fall als Kind etliche Male geguckt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Riesen... Also... Ich muss aber sagen, keine Ahnung, wenn man so sagt, boah, ich bin totaler Fan, dann ist das immer so, ja, der weiß jede Scheiße darüber und sonst was und der trägt ein T-Shirt, wo drauf steht, ja, Star Wars, hurra, komm und irgendwas, weiß ich nicht. Aber ich kenne die Star Wars Filme auf jeden Fall, ich kenne auch Herr der Ringe und sonst was, habe ich alles geguckt, finde ich auch gut. Alter, ich habe ihn so getroffen mit diesem Wix-Ding. Ja, Star Wars hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, ohne Star Wars könnte ich nicht leben. Komm her. Ich zeig dich mal was. Alter, dauert, da sind die. Die kleinen Wixers. Nein! Ich komme hier nicht raus! Warum werde ich immer nur gebumst? Tatsächlich sind heute mal ein paar Leute drin gewesen, haben auch ein paar Fragen gestellt, also ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Aber was macht mein Kumpel? Ja, macht gar nichts. Und das ist das Problem an diesem Scheißspiel. Man spielt immer alleine, man wird immer rasiert. Deswegen werden wir jetzt gucken. Hier, guck mal, es gibt noch einige Spiele, die hier auf dieser schönen Konsole drauf sind. Und deswegen spielen wir noch einmal hier den Zoolander. Du weichst den Schüssen in Real Life aus. Ja, genau, das ist das Ding. Ich habe früher mal meinem Bruder beim Zocken zugeguckt, als wir
Na, als wir Kinder waren. Und dann hat er immer so. Und ich war immer so: Junge, hast du eigentlich einen Dachschaden, Alter? Bist du Epileptiker oder was? Und jetzt, mittlerweile kann ich es verstehen. Es ist einfach so: man kriegt einfach einen Anfall. Man kriegt einen absoluten Anfall. Und deswegen ist es auf jeden Fall nicht gesund. Es ist doch nicht gesundheitsfördernd, was ich hier gerade mache. Es reicht. Ach, die Schnauze voll. Aber ich muss auch sagen, es ist auf jeden Fall eine lustige Sache, wenn ihr so ein bisschen alter Egos. Valentina Schwevenko. Adesanya. Ah, ja, es kommt ja ein neues UFC raus. Ein neues UFC. So, was soll das hier? Online-Modi. Hast du den UFC 5-Trailer gesehen? Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Das kann mir dann einer sponsoren. Dann spiele ich das hier. Guck mal, wen wir nehmen. Wir nehmen hier den Penner. Zack, den neuen Champion. Und spielen gegen den Pereira. Ja, ich bin jetzt mal echt gespannt, was im Mittelgewicht passiert. Das ist geisteskrank, dass Strickland diesen Titel geholt hat. Lieblingsautomarke. Keine Ahnung, ich finde Sportwagen geil, aber ich muss sagen, bis auf die Sachen, die mir Johnny in Amerika über die Autos erzählt hat, habe ich nicht wirklich Ahnung von der ganzen Sache. Da bin ich ein wahrer Vollidiot. Ich habe mich nie wirklich dafür interessiert. Ja, ich habe ein Einsiedlerleben gelebt und mich immer schön von allem ferngehalten, was nicht gerade kämpfen war. Ach Junge, jetzt hör doch auf, hier in der Gegend rumzutreten, du Fatze, Alter. Ah, ich muss aufpassen, was ich sage. Obwohl, muss ich gar nicht. Ich kann hier machen, was ich will. Das ist, glaube ich, auch das Ding. Ich kann tatsächlich sagen, was ich will. Klar, vielleicht holt mich mal wieder jemand voll. Immer wenn ich eine Scheiße auf Instagram mache oder so, dann kommt mindestens eine kleine Pussy an und sagt: Das ist überhaupt nicht lustig. Ich feiere das gar nicht. Das ist mir scheißegal. Es juckt mich gar nicht. Null. Ich habe diesen Mist doch nicht angefangen, weil ich irgendwelchen Leuten gefallen will. Und warum spiele ich dieses Spiel? Was ist bloß in mich gefahren? Lieber treten oder boxen? Jedes Mal wieder diese Frage. Lieber boxen. Lieber boxen. Meine Beine sind zu kurz, um damit effizient zu treten. Also ein Tritt gegens Bein, das kriege ich noch hin, aber alles, was drüber hinausgeht, nicht so wirklich. Jetzt hör auf, du Schwanz, Alter. Es nervt. Es nervt mich. Die Konzentration sinkt. Sie versinkt. Ich habe auch nichts mehr zu sagen. Ich habe nichts zu sagen. Ich bin einfach. Ich verstumme so langsam. Boah. Ich werde nur gefickt, aber lasst euch nicht täuschen. Ich gewinne dieses Scheißspiel nicht. Jetzt hör auf hier! Es reicht! Alter. Gute Nacht, ja, geh pennen, du alte Heulsuse. Schön, dass du da gewesen bist, meine ich. Ich gewinne dieses Scheißspiel trotzdem noch. Und dann werde ich sagen, Alter, okay, ich habe verloren. Das heißt, ich muss auch zu nichts stehen, was ich gesagt habe. So, danke, dass ihr alle da gewesen seid und dass ich euch mit meiner Scheiße verlauern konnte. Ich hoffe, ihr habt alle ganz
schöne Fragen auf eure, ganz schöne Antworten auf eure Fragen bekommen. Haut rein und ade, ade. Morgen ist Montag, ihr seid alle gefickt.